Also ich stecke gerne Bananen rein hinein. Das bedeutet auf gut Deutsch, ich kann jederzeit vorkommen, dass ich wieder damit anfange, ey. Spontan. Ja, schön. Schön, nächstes auf der Welt zu sein. Jo. Geht's sofort weiter? So. Alles zu seiner Zeit. Wunderbar. Da hinten seid ihr. Soll ich noch mal zum Teufelshäscher? Der kommt gerade, ne? Ja. Ja, deswegen frage ich so blöd. Komm, auf Stufe 19 kann ich den doch bestimmt schon besiegen. Der ist doch nur Level-Fragezeichen. Also ohne Skalierung ist er, glaube ich, 30. Passt doch. Soll ich schaffen, oder? Ja, hat mit Heilung viel Leid. Du warst ja eben schon. Hast ja 2 jetzt gebraucht, wenn ich gleich genug heile. Und genug Mana da ist. Sie haben gerade unser Buff ist schon wieder ausgelaufen. Ich muss den nochmal zurückkommen. Ja, Ausdauer ist weg. Ah, Duft habe ich zumindest schon mal wiedergefunden. Ja, ich hau hier die Boxe die Geier. Er boxt die Geier auf die Piep. Obwohl eigentlich alles, was so rumläuft, so. Oh. Bist ein Grinden. Was war das denn? Deck 20 Sekunden lang alle versteckten und unsichtbaren Gegner innerhalb des Zielbereichs auf. Ja, wo packe ich das? Ja, damit kannst du unsichtbare Sachen, also so, ne? Wenn sich so ein Schurke anschleicht, dann wird er dadurch sichtbar. Okay. Ja, dann packe ich das einfach erstmal nach hinten. Ja, wirst du nicht so oft brauchen. Okay, nee. Wenn ich es nicht so oft brauche, dann packe ich es auf die andere Leiste. Eher so ein bisschen PvP, das dieser Ding. Ja. Okay. Also okay. Es kommt in Indies oder so recht selten. Level 20, wo ist der Reitlehrer? Ich will fliegen. Sowieso besseres Reiten. Fliegen geht sowieso erst ab 30, leider. Ja. Aber schnell, als Reiten geht. Ja. Das geht auf jeden Fall, ja. Muss ich nur den Fluglehrer hier irgendwo finden? Der ist in Freimar. Ja. Genau, danke. Wollte ich gerade sagen. Ich versuche hier langsam hinter dir herzukommen. Ja, hast du auch einen Gaul. Ja, aber ich muss dann ja immer wieder absitzen. Ja, ich sammle die mit dem Gaul erstmal ein und dann ist gleich die ganze Gruppe so. Hakuna Matata. Ich sage gern. Hakuna Matata. Geht schild als modern. Es heißt die Sorgen. Bleiben wir immer fern. Die Philosophie. Hakuna Matata. Timon und Pumba. Was? Dufte und Pfötchen. Yay! Juhu! Da bin ich Simba. Ich frage jetzt erst bei euch, wer ist das Elbmädchen und wer ist das Warzenschwein? Ich bin das Schwein. Gut, dass er es sagt, dann muss ich es nicht tun. Er nimmt mir die Worte aus dem Mund. Bevor es Streit gibt, weil ne, das kann nur einer der Coole sein. Niemand ist cooler als Demon, ja. Ja. Ich erinnere mich noch an den guten Moment. Oh, wer hat die Sau mitgebracht? Wie hast du mich genannt? Oh oh. Ich bin ein Warzenschwein. Ah, schön. Huch, wo ist denn jetzt schon wieder hin? Ein Stückchen noch. Ah. Komm schon. Bin gleich da. Ring ding 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 ding
war ja die Allianzdame. Da war der Mensch wieder. I. Solche Worte benutzen wir hier nicht in der Horde. Nee. Ja, ich hab alle Flügelchen. Dinger. Teile. Das ging schnell, ne? Dann kommen wir eigentlich auch wieder zurück. Okay. Hallo. Hi. Hier bitte. Juhu. Oh yeah. Booyah. Ich fühle mich so vitalisiert. Ja, ne? Da düse ich wieder weiter mit meinem kleinen Ding hier. Und er düst im Sauseschritt und bringt die Liebe mit von seinem Füchschenritt. Oh, boah. Die Liebe von meinem Füchschenritt. So, also. Gut zu wissen. Ja. Liebe, die macht mir Spaß. Sehr viel Spaß. Dann gibt er erst recht jetzt Gas. Oh, weia. Dieses Fötchen ist abgestürzt. Bitte neu starten. Oh, shit. Ob der wieder Irrenhaus hier, ey. Die alten Songs, die kommen alle wieder back. Ja, neu aufgelegt. Von DJ Dufte. Hab ich Fuchs gehört. Fox, Hallöchen. Ja. Kitty übernimmt heute mal die Stellung des Fuchses. Die Stellung des Fuchses. Ist das eine Kamasutra-Stellung oder was? Das ist plötzlich ganz hier überlappt, wie du das jetzt benutzt. Ja, mir geht's super. Mir geht's super, Fox. Noch. Ich kann rübergefahren, dann kann Fox sich den Fuchs angucken. Oh ja. Dann kann sich der Fuchs den Fuchs angucken. Ja. Dann guckt die fuchsige Stellung. Ach, da hinten ist ja noch was. Kampfhorn. Kampfhorn. Aber Fox, wie geht's dir? Vorhin Yoga und nun machen wir die Fuchsstellung. Hui. Ich kann den Baum. Ich kann den Baum auch. Gut, Fox. Ich denke aber bei dir, Foxy. Oh. Dann guck, ja, schau ich dir mal diese Fuchsstellung an. Hallo, hier kommt der Fuchs. Da kommt der Fuchs. Aber das heißt eigentlich, hier kommt die Maus. Hier kommt der Fuchs. Tada! Da ist der Fuchs. / winken. Tada! Die Fuchsstellung. Ich finde schon wieder, wie er da lächelt, wenn du mir nicht winkelst. Mm. Aber freut mich, dass es dir gut geht. Und wie war dein Stream gestern noch? War doch gestern, oder? Ja, es war gestern. Boah, jetzt weiß ich, was ich spielen werde, wenn ich WoW irgendwann beginne. Ja. Fox, ganz wichtig, das ist eine Klasse, die musst du erst freischalten. Du musst sehr viel Sachen dafür machen. Das heißt, du musst erst eine andere Rasse spielen, bevor du die Wulpäre freischalten kannst. Das ist die musst du erst freischalten mit der Diplomatie und alles Mögliche. Also ich glaub, aber so ist das gar nicht mehr. Es wurde auch schon wieder genervt. Musst nur die Questreihe spielen, um freizuschalten. Muss keinen Ruf mehr sammeln oder so. Ich leg meine flotte Sohle aufs Parkett. Danke. Aufs Parkett. Da bin ich voll dabei. Oh mein Gott. Ja, aber gestern hier alles gut gelaufen, hat schon Spaß gemacht. Das freut mich. Ich war noch eine ganze Weile im Blog dabei. Irgendwann hat mich aber FF14 ein bisschen zu sehr gepackt. Dann hatte ich den Stream noch vorbereitet und ja. Aber Luna und ich hatten kurzzeitig zugeguckt. Also Luna nur ganz kurz, aber also ganz, ganz kurz. Weil ich hatte nicht offen. Oder euch. Wart ihr zu mehreren. Alter, diese Tänze, ey.
Jetzt sind die besten. Sehr, sehr gern. Ich lurke bei euch sehr viel. Ich lurke bei euch sehr viel. Bei David ist es halt immer schwierig. Es stimmt immer dann, wenn ich gerade am Aufstehen bin, dann bin ich meistens am Handy. Aber bei dir schaffe ich es meistens, dass ich da schon am PC sitze. Ich sag nur das eine Spiel, ne, mit, wo du diese Videos angeguckt hast. Ja. Ich weiß, ich sehe auch alles. Wie du, ja. I'm watching you. Ah, die Quest ist pausiert wegen der Gruppensynchronisierung. Warum auch immer. Sand. Welche ja. denn? Blutige Rache immer noch. Die ist komplett pausiert bei mir. Das war nicht so, wie es aussieht. Ja, ja, das sagen sie alle, Box. Das ich sagen kann sie die alle. Auch nicht abbrechen. Die haben wir gar nicht. Nee. Ja, komisch. Egal, keine Ahnung, wo ich die habe. Einfach ignorieren. Lächeln und winken, meine Herren, lächeln und winken. Ich hab da hinten noch was ich abgeben kann. Ich glaube, das hast du eben abgegeben, ne? Ja. Jetzt reite ich da mal schnell hin. So, dann fliege ich jetzt mal rüber nach Telmar und lerne schnelleres Reiten. Schnelleres Fahren, in deinem Fall. Ja. Der Crazy Fox ist wieder unterwegs. Ding, ding. Ich hab da was hinter mir. Ein bisschen. Oh. Hoppla! Ja, wo kommen die denn alle her? Nein! Lass mich! Ah, Mist. Egal. Jetzt kann ich trotzdem schneller laufen. Die wollen sich alle eine Scheibe von dir abschneiden. Och, das ist aber ganz schön fettig. Würde ich mir überlegen. So, du bist so. Eine fette Elfe. um da wieder drauf zurückzukommen, ja? Ich liebe jeden einzelnen Zentner, in den ich mich kuscheln kann. Und du denkst jetzt bestimmt, ich verarsche dich. Nein. Doch, ich habe leider recht. So eine fette Elfe wie du, bei der wird mir leider schlecht. Blutige Rache. Ah ja. Ah, guck mal, da ist die Quest. Blutige Rache. Urtrak. Oder wie das Viecher ist. Habt ihr das Kampfhorn hier links schon gemacht? Das war eine wiederholbare, glaube ich. Ja, hier in der Burg müsste ich jetzt rein. Das ist hier direkt neben dem Questpunkt. Ich komme da ja auch nochmal dahin. Vielleicht habe ich Achso, das hatte ich, glaube ich, schon. Ich glaube, ich habe das auch mal zu Das war bei mir als Dingens markiert. Sehe schon, ihr habt sehr viel Spaß. Oh ja. Oh ja. Du hast einige gute Song-Einlagen. Er ist schon verpasst. Aber vielleicht kommt die eine oder andere nochmal wieder. Ich kann gerne nochmal Charlie singen. Ich glaube, das wird nur besser. Je später, ne? Ja, desto später es wird, desto lustiger. Ich glaube, ich habe aus Versehen das Horn weggeworfen. Deswegen wird die vielleicht bei mir gestoppt, das könnte sein. Guck mir das gleich mal an. Das ist natürlich gut muckelig. So, wo ist denn der Reitlehrer? Ist er nicht? Der soll dir das Reiten aber ordentlich beibringen, ne? Ja. Nicht, dass du bei der Fuchsstellung Probleme kriegst. Nee, ich doch nicht. Nein, bitte nicht. Das mit der Banane und der Hakuna Matata habe ich schon mitbekommen. Sehr gut. Das ist das Kriegsfall. Die wichtigsten Sachen. Kann ich mir irgendwo anzeigen lassen, wo der Reitlehrer ist? Ja, du kannst oben rechts bei der Karte, da ist ein Lupensymbol. Ja. Und da ist ein Flugmeister, niedrige Quest, aber da kann ich nicht Reitlehrer so auswählen. Flugmeister ist das mit. Stadtbevölkerung oben ist das. Schon mal selbst dabei. Stadtbevölkerung. Nee, Tatsache gibt's den gar nicht. Der ist aber bei so Stellen. Da sind so Ställe, da sind auch die Flugtiere drin. Huch, da ein vorbeigeritten. Was ist? Noch eine Quest. Och. Wie lange fliegt oder sowas? Leider Lehrer. Raus damit! Juwelierkunst, Gastwirt. Ne, hier ist es nicht.
Ich habe so viele Lebensmittel, da kann ich auch was von verkaufen hier. Kraft, ja, das könnte ich gebrauchen. Also ich sehe hier oben, wo ich bin, keinen Stall. Ein bisschen, also das ist so ein Gebäude, wie gesagt, da sind so diese Flugdinger drin, diese, weiß gar nicht, Wirbeln heißen. Also bei der Allianz könnte ich sagen, wo es ist. Ja, das ist auch beim Stall. Ja, aber da könnte ich es besser erklären. Oh. Ja, das ist wirklich besser zu erklären, weil es kurz vorm Ausgang ist. Kann es sein, dass es hier ein Treiber vielleicht einfach weg ist? Weil hier gibt es das wieder nicht. Nee, da ist definitiv ein Fluglehrer. Horde habe ich tatsächlich hier auf der Seite noch nicht gespielt. Ich glaube, ich habe bisher immer nur Allianz. Aber wir müssten, glaube ich, sowieso bald mal wieder nach Primer unsere Quests auch abgeben, ne? Ja, sobald ich da diese drei habe. Das ist der leeren Grad. Die habe ich gar nicht. Ne? Die hab ich schon gemacht. Doch, die hast du. Wirst du mir zumindest angezeigt. Ja. Leeren Grad. Ja, Tatsache doch. Sie haben recht. Ja. Ja, das ist das Gute. Ich kann ja einfach drauf gehen und dann sehe ich das ja. Sehe auch, wer es fertig hat und so. Da will ich jetzt noch hin und dann, je nachdem, wo mich dann hinschickt. Du machst mir langsam Angst, dass du alles weißt. Ich bin ein Almanach. Ich bin allwissend. Ah, ich sehe dich. Siehst du, ich weiß sogar, wo du bist. Oh, jetzt habe ich wieder dieses komische Vogelding. Oh, ist so komisch aus. Go, Dufte! Go, Dufte! Komm, ich helf dir mal. So am Ende. Ich helf mal. Ja, man muss ja so tun, als ob, ne? Ja. Ja, ich hab das Horn aus Versehen weggeworfen. Das ist ein Fehler gewesen. Ey. Komm nicht da rüber. Wahrscheinlich außen rum, oder? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Nein. Hast du den Herrscher gefunden? Hm? Ich glaube, Kitty hat den Escher gewonnen. Nein, ich bin die Klippe runtergestürzt. Oh. Ach. Jetzt ist er in den weiten, weiten des Weltalls. Der Escher ist hier bei mir in der Nähe. Ich könnte noch mal hin. Ich könnte noch mal kurz auf Stippvisite gehen. Ich hole mal eben schnell vor. Dieser Vogel, ey. Das ist ein Drachenfalke. Vogel. Das ist ein Drachenfalke. Vogel! Hier? Oder meinst du deinen Mund? Nee, ich meine den. Also ich meine das Ding, auf dem ich sitze. Achso, ja, das ist ein Falkenschreit. Noch nicht, Fox, noch nicht. Kommt noch, kommt noch. Muss ich mir unbedingt anschauen. Ich habe 2-3 Bilder gesehen und dachte mir so, geil. Voll cool. Will sehen. Muss auch immer noch die letzten 3 Folgen von der 8. Staffel zu Ende gucken. Habe ich bis jetzt noch nicht geguckt. Gute Tats mittlerweile gesehen. Ich nehme mir das mal vor, wenn Fotos im Außendienst ist. Dann mache ich mal GOT-Abend. Weil Frisch ist das nicht guckt, oder wie? Nee, Frisch hat es ja schon gesehen. Jahrelang, oder ne, seit es draußen ist, wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Folgen gesehen.
Und dann hatten wir uns irgendwie nicht mehr weitergeguckt, weil ich dann ja zu ihm gezogen bin. Und wir haben hier halt in dem Sinne kein Fernseher, beziehungsweise kein Sofa und so weiter, wo wir dann gemütlich gucken können. Dann halt nur quasi am PC oder auf Konsole. Ist halt doof. Und dann war er so im Flow, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich gesagt, hier komm, du kannst auch alleine weitergucken. Du hast ja so oft bis an dieser Episode gestoppt, dann guck doch einfach weiter. Und dann hat er weitergeguckt. Jetzt musst du doch ich zu Ende gucken. Durchgebingt. Weil er guckt halt häufiger, beziehungsweise hat er mehr Bock drauf zur Zeit gehabt. Und ja. Ich bin halt so, ja, ich muss erste Staffel, also jede Folge gesehen haben. Wenn ich eine Folge nicht sehe, muss ich fünf Folgen gucken. Ich weiß auch nicht mehr. Bei Serien bin ich aber auch so, da muss ich auch alles chronologisch durch. Also bei solchen Serien, also wenn ich jetzt zum Beispiel Two and a Half Men oder sowas gucke, dann kann ich das auch wegpennen. Das ist jetzt nicht so das Ding, aber wenn es jetzt zum Beispiel die GOT oder dann die Herr der Ringe Serie wäre, das, wenn ich da auch nur eine Sache verpasse, ich muss dann direkt von vorne gucken, weil ich denke, okay, ich glaube, ich kapiere das sonst nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich Witcher geguckt habe, bis ich alles komplett durch hatte. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Ich bin da ganz, ganz seltsam. Ich glaube, mit mir kann man einfach keine Serien gucken. Es sei denn, so wirklich am Stück. Und dann ohne reden, ohne irgendwas. Einfach inhalieren. Einfach inhalieren, genau. Und das mache ich halt meistens nachts. Auch zum Beispiel Anime-Serien oder allgemein sowas. Wenn es mich richtig hypt, dann gucke ich das halt die ganze Nacht durch. Dann schlafe ich auch nicht. Oder vielleicht nur ein, zwei Stunden, wenn ich es dann durch habe. Die Quest ist bei mir verbuggt. Ich habe das Horn immer noch nicht, obwohl ich die Quest wiederholt habe. Das Horn kriegst du von einem NPC. Das musst du dir erst holen. Ich habe die Quest wiederholt. Die dann abgegeben, aber irgendwie krieg was von dem nicht so ganz. Was du hast die letzten Folgen nicht gesehen? Also weißt du nicht, was passiert? Ich weiß alles. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war bis zu der einen Schlacht. Oder bis zu der ersten Schlacht der achten Staffel. Ich glaube, bis dahin hatten wir es geguckt. Und darüber hinaus nicht mehr. Die Schlacht war, glaube ich, noch nicht zu Ende. Also wie gesagt, die erste hatten wir gesehen, die zweite und eventuell noch die dritte. Dann hatte ich nicht weitergeguckt, weil wie gesagt, dann... Ich glaube, dann war er viel auf Reisen, dann habe ich allein nicht weitergeguckt. Dann hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch Schule. Dann hatte ich da keinen Nerv drauf. Dann war mein Umzug, glaube ich. Kann auch sein, dass es sogar noch ein Jahr davor war, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich krieg das Horn irgendwie nicht von dem Typen. Das kann nicht sein. Es war einiges los in dem Jahr. Also ich habe dann graues Fragezeichen, weil er das Horn benötigt, aber eigentlich habe ich es abgegeben. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, Fox. Definitiv. Ich verstehe es gerade auch nicht so ganz. Also wie gesagt, jetzt in den nächsten Wochen ist Frisches sehr, sehr oft weg. Ich glaube, da werde ich mir die Serie dann einfach nochmal komplett inhalieren. Wenn ich nicht streame, dann natürlich in der Zeit. Also dann meistens abends. Abends gucke ich das lieber. Kuschel ich mich mit den Tierchen ins Bett. Dann kann ich endlich mit Frisches auch drüber reden. Weil ich einmal abbrechen, einmal annehmen, jetzt habe ich das Horn gekriegt. War nur wirklich nur ein Bug. Ja, wunderbarchen. Immer diese Bugs. Ein Bug? Ja, dieser Bugs Bunny ist das. Ich dachte, die Käfer. Nee, die Lehrwandler müssen wir hier hauen. Nein. Aber wegen Bug und Käfer und, ne? So, ja. Tut mir leid, der ist nicht an mir vorbeigegangen. Alles gut, ich muss aber eben auch immer fetten, so. Warte. Da muss ich einen Funfact raushauen. Das Wort Bug ist wirklich daraufhin zurückzuverfolgen, dass es ein Käfer war, der im PC war und seitdem und zu Fehlern geführt hat. Und seitdem ist es der Bug, wenn Fehler auftreten. Okay. Ja, ich sag das einfach nur mit Frisches immer. Ich glaube, wer hat den Käfer dann gegessen? Aua. Einfach nur Aua.
muss mir mal wieder, wenn ich mal wieder ein bisschen Geld übrig habe, mal wieder unbedingt Insekten bestellen. Also Heuschrecken, ne? Eher Mehlwürmer. Mehlwürmer mit zum Beispiel Karamell überzogen ist so richtig geil. Das Gesicht einfach nur. Ist super, super gesund, super lecker. Oh nein, ich sterbe. Hilfe, Hilfe! Ist er runtergefallen, Schüler? Nein, ich wurde betäubt von den Viechern. Nein, du bist doch viel zu weit weg, als dass wir rufen. Oh nein, nein, Kitty. Toll, du bist so lieb. Er hat den Heiler allein gelassen und er stirbt. Oh. Nun werde ich ewig als Geist herumspielen. Oh, ich lebe. Oh, ich lebe. Warte, wer hat einen Käfer gegessen? Egal. Niemand hat vor, hier einen Käfer zu essen. Fox, du hast den Käfer gegessen, ich hab's genau gesehen. Du hast ihn ganz gemütlich weggesnackt. Fox, du hast den Käfer gestohlen, gib ihn wieder her. Gib ihn wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen. Ich muss echt zugeben, so diese großen Heuschrecken, die sind mir noch zu gruselig, sag ich mal, um die zu essen. Also noch Respekt. Ich will das allgemein nicht essen. Der King of Crunch. Also der Crunch ist real bei den Viechern, weil ein Kollege isst die sehr gerne. Aber das ist mir noch zu hart, muss ich ehrlich zugeben. Also ich hab da auch noch zu große Scheiße. Ich glaube, ich würde das nie probieren. Mehlwürmer sind halt echt klein und niedlich. Die kann man einfach so wegsnacken. Von denen sieht man wenigstens den Kopf nicht. Ja, man muss halt sich denken, das sind Flips oder so, ne, die so ähnliche Form haben. Ja, genau. Okay, ich esse in meinem Leben nie wieder Flips. Ich kotze gleich die Eiche auch. Boah. Ja, so schlimm ist es nicht. Man schmeckt das noch nicht mal. Es ist eigentlich pures Eiweiß und durch den Karamellüberzug hast du eigentlich nur so eine Süße im Mund. Mehr ist das nicht. Ich weiß aber, was es ist. Du kannst es so bestellen, dass es so, also wenn du jemanden hast, der dich überraschen will, man kann die so bestellen, dass die nicht auswählen wie Mehlwürmer. Dass es auch nicht draufsteht. Dann sind das einfach so kleine, ja, sagen wir, Karamell. Wie heißen denn nochmal diese kleinen Mini-Schokoladenstückchen, ey? Riesen oder so? Nee, die sind auch oft auf Muffins und so drauf, diese Drops, so Karamell-Drops. Und dann fällt das eigentlich gar nicht mehr auf. Ich vertraue nie wieder irgendjemandem im Restaurant, ob das wirklich das ist, was es da ist. Blut und ja, also keine Karamelldrops nehmen. Wir wissen Bescheid. Ich esse nie wieder was außerhalb unserer Küche. Boah. So ein das Wildtiers. Ich selbst und ohne. Ja, das, was ich davor ekeln kann, aber gesund ist es trotzdem. Ja, das glaube ich. Ja, wenn du Eiweiß haben willst, ist das genau das Richtige. Scheiß auf Eiweiß. Alter, da ist schon wieder was hinten in der Ecke. Ne, wir haben ja auch... Was? Frisches, wo haben wir jetzt bitte Krabbelzuck in der Küche? Was ist da? What the fuck, warum kommst du gleich? Ich verstehe euch nicht, das ist doch ganz normal. Es gibt sogar Insekten, die werden extra dafür gezüchtet. Damit man sie isst. Weil wenn die Nahrung irgendwann knapp wird, Insekten gibt es eigentlich fast immer. Ja, also damit werden die unsere Nahrungsprobleme auf der Welt auf jeden Fall geklärt. So. Damit werden sie auf jeden Fall weniger. Ich fress Rasen. Ich fress einfach nur Rasen. Ist mir egal. Ist mir egal, was ihr esst, aber ich esse Rasen. verzichte ich auf mein Eiweiß. Wenn ich den Baumstamm zur Seite schiebe, schleime ich jeder vitaminreich.
Ja, wo hast du in unserer Küche einen Baumstamm? So schlimm ist das gar nicht. Also ich ekel mich schon davor, Fisch zu essen. Okay. Ja, sei denn, er ist paniert. Wenn er paniert ist, esse ich's. Aber wenn mich so ein Fisch anguckt, ich weiß nur, wie meine Großeltern sich früher diesen Fisch oder so ein Aal, und dann waren da noch die Äuglein und der hat dich noch angelächelt und du denkst dir nur, was, so, wenn der, was wenn der Kopf ab ist und er trotzdem nicht paniert ist? Er ist trotzdem nicht. Okay. Ich esse die Scheiße nicht. Und ich vertraue auch keinen Nougatrops mehr. Weil ich demnächst wahrscheinlich mal Hai essen werde. Haifisch? Ist auch nicht so besonders. Angucken tue ich es mir, aber essen würde ich es nicht. Ich glaube, es ist... Ich weiß gar nicht. Irgendwas hatte ich mal probiert, aber das hatte Frisches bestellt. Das hatte ich nur probiert. Wenn du panierten Fisch isst, bist du eher so der Typ, der diesen Fischgeschmack sehr gerne schmecken möchte, oder eher so, je weniger es nach Fisch schmeckt, desto besser? Ja. Okay, also dann wäre Aal schon mal nichts für dich. Nein. Aber nein. Okay. Deswegen habe ich bei Sushi zum Beispiel, bei diesen Rollen teilweise auch das Problem, wenn es zu sehr nach Fisch schmeckt, mag ich es nicht. Hm? Also ich esse ja meistens dieses Hähnchenkram, wo dann ja Hähnchen statt Fisch drin ist. Und Lachs kann ja auch recht intensiv schmecken. Ist das bei Lachs bei dir genauso? Weil Lachs ist ja eigentlich schon alltäglich geworden. Lachs mag ich auch tatsächlich überhaupt nicht. Okay. Vielleicht habe ich auch einfach mal den falschen gegessen, aber irgendwie Lachs ist so... Ich esse auch keine Krabben übrigens. Mit Krabben kannst du mich auch jagen. Aber vielleicht kommt da auch wieder die Beinchenphobie, weil die diese kleinen... Könnte sein. Weil alles, was so viele Beine hat, macht mir oder ist mir suspekt. Außer tausend Füßler sind niedlich. Was ist mit Hummer? Wenn zum Beispiel so ein kleines Beinchen nur dahin gelegt wird, weil die kann man ja auch vielleicht draus Hummer essen. Hummer kenne ich nicht. Hummer habe ich noch nicht gegessen. Hummer? Okay. Hummer kann ich tatsächlich nicht zu sagen. Wird auch echt lecker, aber hat halt natürlich, wenn du es als ganzer Hummer hast, natürlich wieder viele Beine, ne? Ja. Also ich sag mal so. Im Film sieht es immer recht gut aus. Aber ich glaube, hätte ich es dann auf dem Teller, würde ich es, glaube ich, nicht essen. Aber also lecker schmeckt es auf jeden Fall. Tue ich es nicht. Aber wie gesagt, Krabben ist überhaupt nicht meins. Ich dachte mal, ich weiß gar nicht, das hat Fotos mir erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Da dachte ich immer, auch gab es so ein Krabben-Ding, das habe ich früher gern gegessen. Und dann sagt Fotos, das waren keine Krabben. War was anderes. Das war kein echter Fisch. Ich so, deswegen mochte ich das. Also ja, deswegen mochtest du das. Oh, okay. Gut. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Die Unterhaltung ist noch gar nicht so lange her. Aber es war lustig. Das heißt, wenn ich irgendwann zu Besuch komme, weil wir wollten ja eh mal was essen gehen, ne? Ja, genau, das formgepresste Glibberzeug. Das war so lecker. Und ich dachte dann immer, ey, geil. Es gibt doch Fisch, den ich mag. Surimi meinst du, glaube ich, oder? Hä? Surimi, dieses Krebsfleisch-Imitat-Zeugs? Ich glaube ja. Ich glaube. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Also wenn ich habe es früher immer bei Real. Gab es immer... Es war tatsächlich bei der Fischtheke. Aber es war scheinbar kein Fisch. Ja, das mag ich. Das war voll lecker. Und ich habe mich als Kind echt immer mega gefreut, so, ja, ich mag doch Fisch. Ja. Fischstäbchen als Kind ist doch eigentlich das Geilste. Ja, Fischstäbchen waren ja auch geil. Bis alle gesagt haben, du isst den Abfall von Fisch. Und ich so, ja, ist das echt Abfall? Also ich find's lecker. Aber ja, gut. Ich weiß jetzt auch, warum ich's lecker fand. So, ich stell mich mal kurz hier hin, dann schicke ich dir gleich mal einen Snap und du sagst mir, ob das Zeug ist. Okay. Das bin ich gespannt. Das ist richtig ohne Zeug. Boah, ich will fliegen können. Weißt du, ich esse so viel aus dem Garten und dann heißt es I. Und die ganzen Industrierotze findest du gut. Ja! Datei, speichern, runter, speichern. Ich bin halt anders. Lass mich.
Ich lass dich dein Grundzeug auffuttern. So. Ist da. Ist das da? Da? Ja, da. Ich muss einmal kurz auf Auto laufen. Ja, genau. Das ist das. Ja. Surimi. Fleischersatz. Das ist voll lecker. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist voll lecker. Mal weiter hier. Was denn? Ich esse doch auch Grünzeug aus dem Garten. Aber nichts von der Hundrau. Gut, das letzte, was Fotos in. Ohne Witz, als Fotos vorhin mit dem Blümchen ankam, dachte ich, oh, er hat Blümchen für mich gepflückt. Und dann sagt er, er macht daraus Tee. Und ich denke mir nur so, gut, dass ich es nicht laut ausgesprochen habe. Ich wollte erst sagen, oh, schön, du hast Blümchen gepflückt. Ich wollte das ohne Witz sagen und ich dachte dann so, ah, ja, gut. Schön. Toll. Aber Blümchen kommt auch immer wieder zurück, ne? Wie ein Boom, 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 Boom. Oh. Nein. Das ist Goldrute. Die stellt man nicht in die Vase. Die trinkt. Die stellt man in die Vase. Das dauert ja viel zu lange, bis man das Trink fertig hat. Bis dahin bin ich verdurstet. So, alle Quests soweit abgearbeitet. Bei mir ist jetzt noch der dämonische Seher dran. Und bei mir so alles. Dämonische Seher habe ich noch gar nicht. Das ist wahrscheinlich die Folgequest, die kriegen wir gleich. Das kann durchaus sein. Fertig sind. Gut, das ist ein guter Tee. Dieser Vogel. Vor allem, wie er doch immer springt. Moink. 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 Es wird Zeit, dass ich mal andere Pets kriege. Das golden-orangene Viech ist ja cool, aber der Eber geht mir auf den Keks. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir das irgendwann kriegen und dass ich mal bei euch zu Besuch bin, dass ich euch auf jeden Fall dann mal was Feines koche. Bitte keine Krabben nein, oder nein. Heuschrecken oder... Nein, es gibt den falschen Schweinebraten. Okay. Da sind Kartoffeln, Pilze, ein bisschen Rotwein, ein paar Kräuter. Den Rotwein kannst du mir auch so geben. Ja, Speckummantlung. Und ja, man kann auch einen Rotwein dazu sehr gut trinken. Na gut, ich nehme Rotwein. Eigentlich bin ich eher die Weißwein trinken. Was wäre jetzt besser? Yeah. Frag den Freund. Nimm den Ring. Okay. Ich glaube noch keinen. Doch zwei, aber ich nehme trotzdem den Ring. Leb wohl! Ja, nimm den Ring. Oh ja. Huch. Der Ring, um sie ins Dunkel zu treiben. Perfekt. Ich habe einen neuen Stab. Er hat eine pinke Spitze. Eieiei. Was braucht ihr? Schmeiß doch den Ring ins Feuer. Nee, heute mal nicht. Holt schmeiß ihn mal nicht ins Feuer. Hütchen, guck mal, ich hab meinen neuen Sei Stab, der hat pinke Spitze. Okay. Seid gegrüßt. Seid wohl. Yay! Fly, fly away! So, dann können wir jetzt mal zusammen gucken, ob da wirklich der Reitlehrer irgendwo ist. Zeige ich dir. Alarium musst du jetzt auch 20 ja, sein, ne? Ja. 25. Nein, ja, ich bin 20. Ich sehe aber noch aus wie 20. Diese Stille schon wieder. Ja. Wir sehen alle aus wie 20. Richtig. Weil ich mich rasiere, sehe ich auch aus wie 10, ne?
Gut, dass ich immer den Bart wegrasiere, weil ich keine Bärte mag. Ein 3-Tage-Bart, das geht ja. Ja, die Schuppen dürfen nur nicht zu hoch werden, sonst mag ich es nicht mehr. Ja, aber wo bewahre ich denn mein Reiseproviant auf? Oh! So den Krümel von der letzten Woche, ne? Ja. Einfach nein. Da, lol. Der Matze! Wie kann ich. Ah, war ich echt blind. Hier kann ich endlich mein Dingens. Ah, ne, doch, der Eva ist ja schon drin. Das stimmt ja. Ein Fluglehrer. Servus. Was ihr wolle? Was ihr wolle? Ich nix wolle! Ja, lernen. Ich bin ein Traber. Auf deinem jetzt bin ich ein Stück schneller. Bekannt, bin ich so viel besser. Auf jeden Fall. Es fühlt sich ja auch nicht mehr so scheiße mit dem Raketenantrieb da hinten an. Geht in Frieden. Mit der fehlst du noch, meinst du? Ja. Grutzi. Diesmal ohne einen Strauß Blumen. Ja, ich wollte das vorher nicht so zugeben. Da. Echt? Nur ein bisschen? Weißt du, ich dachte, du bringst mir was für eine Freundin wie damals mit dem Stock. Und dem Stein. Nee. Fette Plauze. Stock und Stein, wollte er, dass du deine Axt craftest? Vielleicht. Sprengst du den Garten? Ja, genau so. Okay. Warte. Ah, okay. Ja, vielleicht hau ich mich auch noch mal kurz in Badewanne. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Muss ich mich ja ein bisschen frisch machen. Frisches? Du machst dich frisch für Frisches. Ja. Also Schatz, zieh doch mal die Hose hoch. Was? Scheiße, wir sind hier nicht mehr Audi-Fans. Die unten wäre, dann hätte ich jetzt doch einen Busch mit runtergebracht. Solltest du den mal stutzen, den Busch. Ja, erstmal muss ich ja die Beeren ernten. Boah, Alter. Und ein paar Mehlwürmer, gell? Boah. Ja, gegen die Würmer würde ich mal was tun. Bah. So, in der Taverne müsste eigentlich ein Ruhebereich sein. Ja. Zeig mir deine Ware. Masuna! Hallo! Hier, meine Ware. Aber erzähl's nicht weiter! Hallo, Masuna! Wie geht's? Alles gut bei dir? Natürlich! Noch ja. Sind ja auch erst bei 8 Stunden und 12 Minuten. Du zählst das viel zu oft. Was? Wieso? Ja, es passiert halt immer, wenn ich da hingucke. Ich kann. Arr. Mir geht's bestens sehr gut. Wer soll ruhig sein, Fox? Oh, schön, ey. Wirklich schön. Ach ja, Quest abgeben. Weißt du, ich stehe die ganze Zeit da so rum und denke mir so, ja, ne? Und, was machen wir jetzt? Und dann, ah, ich habe ja noch Quests. Ich muss ja noch Quests abgeben. Bleibt sauber. Nein, meine Flammen sind weg.
Crack abgeben. Ja, genau, Masona. Ich muss jetzt Crack abgeben. Crack. Crack. Ich gebe hier die Krabben ab. Schön. Irgendwo da hinten ist auch noch eine. Ach, weißt du einfach alle. Ist besser so. Ach, Fox. Ach, Fox. Irgendwie wird mein Chat von VIPs bevölkert. Kann das sein? Ein bisschen. Na gut, sind aber mittlerweile auch 12. Nur schade, dass die nicht mehr wachsen. Also, ne, dass man nicht mehr als 20 jetzt haben kann. Ja. Haben sie ja geändert. Hoffentlich leider. Ist das wichtig. Die dunkle Fürstin schütze euch. VIP, very important Pilze. Genau. Jetzt ist aber die Frage, was für Pilze? Ja, Psychopilze natürlich. Das steht für verdammt irre Person. Verdammt irre Person. Ach, okay, ja, okay. Ja, ich habe ja eben nur einmal überflogen. Es tut mir leid, war es gut. Okay, impotent sogar. Ich korrigiere. Das ist eine sehr impotente Person. Impotente Pilze. Pilze, ja. Ja, Pilze. Immer auf die Pilze. Wo muss ich damit hin? Haltet euch. Ist das hier schon? Ich will auch eine leuchtende Rüstung. Ja. Ab Level 30 kannst du dir eine kaufen. Kaufen. Klingt nicht gut. Ja, das heißt, warum? Zerschmetterte Eulen. Ach ja, schön. Sehen der Zerschmetterten geerntet. Yay. Dieses Schweinchen, ey. Schweinchen, oink, oink, oink. Bist du schon wieder Orks getötet? Jo. Ein bisschen. Aber ich glaube, die sind unten, ne? Ja, unten gibt's viele, ja. Mal unten zur Festung, da müssen richtig viele sein. Okay. Oh, was verfolgt mich da immer noch, glaube ich. Ah, ne, doch nicht mehr. Genau das, Masona, genau das. Thank you.